Ich heiße Repin Juri, ich bin aus der Ukraine und zurzeit ich studiere katholische Kirchenmusik in München. Der 24. Februar 2022 ist natürlich ein entscheidender Wendepunkt für mich gewesen. Ich bin selbst aus Donetsk und für mich, der Krieg hat sich in 2014 angefangen, als Russland die Ukraine oder diese Gebiete in Donetsk und Lugansk erobert hat. Damals war ich gezwungen, nach Kiew zu fliehen und dort mein Studium fortzusetzen, sodass zu dieser Tag oder zu dieser Zeit wusste ich, was bedeutet die fallenden Bomben oder laute Sirenen zu hören. Aber ich wusste nicht, welchen Einfluss auf mich diese massive Aggression machen wird. Noch auf einen Tag vorher, in einem Gespräch mit einem Freund, habe ich gesagt, dass das mich in Deutschland gar nicht berühren wird. Damals war ich schon seit über 6, glaube ich, Jahren im Ausland. Und für mich, die Ukraine war einfach ein Land, aus welchem ich nach Deutschland ausgewandert bin und nichts mehr. Aber ich habe mich natürlich geirrt. Als ich erfahren und wahrgenommen habe, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, habe ich mich so verloren gefühlt, wie vielleicht nie in meinem Leben. Der Gedanke, dass man alles verliert in einem Moment, was einem lieb und an Herzen liegt, also die Verwandte, die eigene Vergangenheit, die Heimat. Und nur weil jemand gekommen ist, um sozusagen dich zu retten oder dir einen richtigen Weg zu zeigen, dieser Gedanke war natürlich furchtbar und hoffnungslos für mich. Damals wusste ich und glaube ich, wie jeder, wusste man nicht, wie lange die Ukraine sich noch wehren kann und ob Ukrainer genug dieses Verteidigungspotenzial hat. Aber natürlich diese Angst und Hoffnungslosigkeit hat in meinem Herzen geherrscht. Der Text der Hymne hat natürlich für mich die entscheidende Rolle gespielt. Noch nie waren die Wörter für mich so überzeugend und realistisch wie jetzt. Ich stelle am Anfang einen Satz, das ist die Melodie der Hymne, die ich harmonisch bearbeite. Und nach kurzer Übergang kommt die Improvisation. Ich teile die Melodie auf 6 Stellen und jede Stelle ist besonders musikalisch oder harmonisch hervorgehoben. Zum Beispiel an der Stelle, unsere Feinde werden wie Tau in der Sonne zugrunde gehen. Melodie ist im Bass und das heißt Cantus Firmus. Und halt, ich versuche irgendwie besonders musikalisch und harmonisch das zu zeigen. Ja, oder zum Beispiel die Stelle ganz am Ende, Leib und Seele werden wir für unsere Freiheit opfern. Am Ende kommt Unisono auf G, wo ich zeigen will, dass Sieg kommt unbedingt am Ende. Dieses Stück ist so aufgebaut, dass ich zwei gegenseitigen Positionen vorstelle, die aggressive und die friedliche. Die friedliche Position ist natürlich im Thema, in dieser Melodie von ukrainischen Hymnen geäußert. Und diese Melodie zieht durch das ganze Stück wie Cantus Firmus. Erst im Manual, dann im Pedal und dann kommt zurück auch zum Manual in verschiedenen Stimmen, Sopran, Alt, Bass. Die aggressive Position kommt in diese Akkorden, fallenden Akkorden, die auch im Laufe des Stückes mehrmals, vielmals sich wiederholen. Sie klingen so. Ja, und
und im Laufe des Stückes friedliche und aggressive Positionen kämpfen gegenseitig. Und ganz am Ende, so wie ich schon gezeigt und gesagt habe, auf Unisono, auf Note G, kommt quasi Auflösung, womit ich auch zeigen will, dass die friedliche Position am Ende siegt. Ich hoffe auch, dass beim zweiten Anhören ihr könnt besser meine Gedanken und Ideen bei dieser Improvisation nachzuvollziehen und zu verstehen.